Hallo, liebe Freunde von OpenTX. Hier ist eine neue Folge von OpenTX Weekly. Heute geht es weiter mit der Sensorik. Da hatten wir letztes Mal angefangen und zwar auch schon mit einem spezielleren Thema. Ich hatte euch ein Beispiel gebracht und zwar war das ein FR-Sky-Beispiel und zwar so ein FR-Sky Liposensor. Dieser Liposensor hier, der kann bis zu 6 Zellen überwachen. Und das Besondere an dieser Art von Sensoren war, dass mit dem Telemetrieprotokoll von FR-Sky, das heißt S-Port oder Smart-Port, dass man dort bestimmte Messwerte zusammenfassen kann, beispielsweise alle Messwerte der einzelnen Akkuzellen so eines Akkupacks, eben hier bis zu 6S, werden zusammengefasst in einer Messung und die einzelnen Teilmessungen für die einzelnen Akkuzellen kann ich mir dort getrennt heraussuchen und beispielsweise die minimale Zellenspannung mir auswählen lassen. In dem Fall dann vom Sensor, Entschuldigung, nicht vom Sensor, sondern von der Fernsteuerung, also mithilfe von OpenTX. Und das wird dann entsprechend angezeigt. Das ist eine Besonderheit von FR-Sky mit dem SmartPort-Protokoll. Das ist derzeit mit FlySky beispielsweise oder auch mit Hot noch nicht möglich. Aber wir können das Gleiche erreichen, auch relativ elegant. Und das möchte ich euch heute zeigen. Dazu bringe ich noch mal kurz unser Setup hier ins Bild. Wir hatten, naja, neben dem dicken Motor hatten wir hier einen Fahrtregler, den wir nur benutzen, damit wir ein PEC haben. So Kabelsalat hin und her. Wir haben hier unseren Empfänger mit einem Servo. Das ist ein FSIA 4B und diese Serie von Empfängern, diese FlySky-Serie von Empfängern, die da heißen IA4B, IA6B oder IA10B, die haben die Möglichkeit, auch über den sogenannten I-Bus Sensoren anzuschließen. Das ist hier oben diese Verbindung. Hier sieht man das ganz klein, da steht dort SENS für Sensoranschluss oder Sensorbus. Ja, hieran habe ich jetzt heute mal einen Liposensor angeschlossen, der bis zu 4 Zellen überwachen kann. Das ist jetzt kein käufliches Produkt. Sowas gibt es leider nicht zu kaufen, sondern das ist ein Eigenbauprodukt. Und der ersetzt im Grunde genommen 4 einzelne Spannungssensoren der Firma FlySky, mit denen man das gleiche Ergebnis jetzt hier auch erreichen könnte. So, da hatten wir noch ein Schaltmodul, das spielt heute aber auch keine Rolle. Und hier haben wir unseren Akku und an den Akku schließe ich jetzt gleich den Sensor dann auch an. Ich will jetzt allerdings erst einmal unsere Fernsteuerung kurz starten. Den Empfänger auch noch mal an. So, der Empfänger blinkt, der ist noch nicht gebunden. Ich muss hier noch mal die entsprechenden Tasten drücken. Ja, so, Servo geht, der Motor geht noch, unser Schaltmodul geht noch. Gut, ja. Und dann schließe ich mal unseren Sensor hier an. So, da passiert jetzt spektakuläres nichts. Und damit ihr das hier auf dem Display gleich besser erkennen könnt, kommt jetzt eine ganz kurze Umbaupause. Gut,
Das ist immer ein bisschen schwierig bei mir, damit es nicht so stark blendet bei diesem einfachen Display bei meiner Jumper. Aber ich denke, wir kriegen das jetzt so hin. So, dann gehe ich mal in das Telemetrie-Menü hier rein. Und da haben wir das schon. Dann starte ich mal die Sensorsuche. Das macht man hier üblicherweise nur einmal. Ich mache das jetzt nur bei jeder Folge hier in unseren Videos nochmal, damit ihr den Effekt seht. Sensorsuche, genau. So, jetzt ist die Ordnung der Sensoren leider ein bisschen verstrubbelt. Ich sehe das jetzt gerade. Das ist ja ein bisschen vom Zufall auch abhängig, wie die Sensoren angeschlossen sind. Wir haben hier 9 und 10. Die heißen jetzt alle Cells. Das ist als Zellenspannung vorgesehen im FlySky-Telemetrie-Protokoll. Ich will allerdings kurz nochmal eben den Namen ändern, denn die heißen alle gleich. Und damit wir sie später besser identifizieren können, werde ich den Namen jetzt kurz ändern. Dann Druck auf Enter, Zeile editieren. Und da mache ich jetzt einmal Cells 1 draus, erste Zelle. Hier mache ich dann Zelle Nummer 2 draus. So. Und dann hatten wir die andere. Upsala. Das ist hier Zelle Nummer 3. Ich habe einen dreizelligen Akku. Die vierte Zelle wird dementsprechend mit 0 Volt hier angezeigt. Deswegen ändere ich nur diese drei Namen hier. Gut, jetzt haben wir hier für die dritte Zelle 3,82 Volt und wir haben hier 3,84 oder 3, springt gerade ein bisschen hin und her, und 3,85 Volt. Und eigentlich interessieren die einzelnen Zellenspannungen ja nicht, entweder die Gesamtspannung oder eben die minimale Zellenspannung. Das ist eigentlich das Wichtige. Und damit man die sich auf einen Blick anzeigen lassen kann, suchen wir uns das Minimum hier raus. Letztes Mal habe ich euch das gezeigt mit FRSky. Das war eine eingebaute Funktion von FRSky. Wir können das aber hier genauso machen. Und zwar füge ich hier wieder einen Sensor hinzu und die Art dieses Sensors ist eine Berechnung. Und zwar möchte ich die jetzt hier nicht addieren, sondern ich möchte das Minimum von bestimmten Sensoren bilden. Und zwar hier kann ich als Quelle 1, als Quelle 1 bis 4 die Quellen angeben und das wären jetzt unsere Zellen 1, 1, Zelle 2 und Zelle 3. Ja, genau. Und dann brauchen wir da noch einen Namen dafür. Ich sage jetzt einfach mal C. Min oder so etwas. Das könnt ihr natürlich selber gestalten. Ich mache es jetzt nur mit einem kurzen Namen hier. Ich gebe mir da jetzt nicht so super viel Mühe, damit wir nicht so viel Zeit hier vergeuden. So, die Einheit ist, aber OpenTX weiß das natürlich jetzt nicht mehr. Die einzelnen Zellen sind natürlich in Volt, das ist klar. Das ist definiert durch den Sensortyp, in dem Fall Zellenspannung. Aber hier ist das natürlich jetzt erstmal nicht für OpenTX ersichtlich und deswegen müssen wir das hier zu Fuß angeben in Volt. So, und dann sind wir eigentlich fertig. Ja, die Genauigkeit, da habe ich natürlich eben nicht aufgepasst.
Die Genauigkeit ist jetzt hier auf ganze Volt. Das macht natürlich auch wenig Sinn. Da gehen wir nochmal hier in die Präzision hinein und machen das bis auf 10 Millivolt. Und dann haben wir hier die minimale Akkuspannung, Akkuzellenspannung von 3,82 Volt. Also auch so kann man sich das Minimum heraussuchen. Einen ganz kleinen Nachteil gibt es dabei, das hat derjenige, der vielleicht sich mit dem iBus schon etwas genauer beschäftigt hat, sicherlich erkannt. Wenn wir jetzt einen vierzelligen Akku haben, dann haben wir, wie in diesem Beispiel, die vier Zellen, wobei hier jetzt nur drei Zellen benutzt sind. Wir haben also von den 15 möglichen Sensoren schon vier oder drei für die Zellen benutzt, obwohl uns ja eigentlich nur die minimale Zelle interessiert. Das ist mit einzelnen Spannungssensoren bei FlySky nicht anders möglich und auch mit diesem Eigenbau LiPo-Sensor, LiPo-Zellensensor auch nicht anders machbar, es sei denn, wir greifen ein bisschen in die Trickkiste. Das stelle ich aber zurück bis zur nächsten Folge. Also von den 15 möglichen Sensoren haben wir hier schon vier durch die einzelnen Zellen verbraucht. Also wer relativ viele Sensoren in seinem Modell platzieren möchte, der muss hier mitzählen, sodass er nicht über die gesamte Anzahl von 15 möglichen Sensoren hinausgeht. Aber wie gesagt, eine kleine Abhilfe gibt es. Etwas in die Trickkiste greifen, dazu dann nächstes Mal mehr. Wenn wir jetzt durch irgendeinen anderen Sensor nicht die Gesamtspannung unseres Akkus messen können, dann können wir die natürlich hier ebenfalls berechnen aus der Summe der Zellenspannungen. Und das heißt, wir machen hier auch wieder eine Berechnung. Nennen wir das mal, ich mache jetzt mal das ganz kurz, ich nenne es einfach nur mal A für Akku. Addieren, jawohl, Einheit ist Volt, Präzision, machen wir es genauso genau wie die einzelnen Zellen. Und zwar wäre das jetzt hier, in welcher Reihenfolge wir addieren, ist ja egal. Deswegen fange ich mit Zelle 3 an, die war jetzt gerade am Anfang. Dann nehmen wir Zelle 1 noch dazu und nein, nicht Cmin, sondern Zelle 1, wo ist es denn jetzt? Da. Und hier noch Zelle 2 auch noch drauf addieren. Und dann habe ich meine Gesamtspannung, die wird auch schon oben angezeigt. Und die hätte ich dann auch hier. Also, summa summarum, aus den einzelnen Zellenmessungen suche ich mir die Spannung, die minimale Spannung der Nein, nochmal die Spannung der Zelle mit der minimalsten, mit dem minimalsten Wert heraus und ich kann das auch gleichzeitig aufsummieren auf die Gesamtspannung des Akkus. Wobei natürlich diese Summation passiert mit den Werten, die hier angezeigt werden, also mit der Genauigkeit, die die Sensoren hier bringen. Das ist ein klein wenig ungenauer, als wenn man es direkt mit einem Spannungssensor messen würde, aber man behilft sich hier und spart damit Sensoren bei FlySky, denn nochmal kleine Erinnerung, wir haben nur in Anführungszeichen 15 Sensoren, die wir an einen Empfänger anschließen können. Gut, das war Telemetrie. Ich glaube mittlerweile war es schon die dritte Folge heute mit dem Spezialgebiet FlySky Sensorik und nächstes Mal gibt es noch einen kleinen Nachtrag dazu. Gut, Dankeschön fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.